The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wie sieht Christus bei seiner Wiederkunft aus? Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Christus ist in seiner menschlichen Gestalt zum Himmel aufgefahren. Die Jünger hatten beobachtet, wie die Wolke ihn wegnahm. Derselbe Jesus, der mit ihnen das Brot gebrochen hatte, mit ihnen in ihren Booten auf dem See gewesen war und der sich mit ihnen auf den Ölberg hinausgeplagt hatte. Derselbe Jesus war nun weggegangen, um mit seinem Vater dessen Thron zu teilen. Und die Engel hatten ihnen versichert, dass genau der, den sie zum Himmel hatten auffahren sehen, wiederkommen würde, so wie er aufgefahren war. Die Herrlichkeit der menschlichen Natur Christi kam während seines Erdenlebens nicht zum Vorschein. Diese seine menschliche Natur wird nun sichtbar, wenn er vom Himmel herabkommt, in Herrlichkeit gekleidet, siegreich erhöht. Christus wird in seiner eigenen Herrlichkeit kommen, in der Herrlichkeit seines Vaters und in der Herrlichkeit der heiligen Engel. 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende Engel, die schönen, triumphierenden Söhne Gottes, die unübertrefflich, lebenswürdig, schön und herrlich sind, werden ihn auf seinem Weg begleiten. Statt einer Dornenkrone wird er eine Krone der Herrlichkeit tragen, eine Krone innerhalb der Krone. Statt des alten Purpurmantels wird er in ein Gewand von strahlendstem Weiß gekleidet sein, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte wird geschrieben stehen: König aller Könige und Herr aller Herren. Kein Engel wird im Himmel zurückbleiben, während die Heiligen erwartungsvoll nach Christus Ausschau halten und zum Himmel blicken, wie damals die Männer aus Galiläa, als er vom Ölberg auffuhr. Dann werden nur solche, die heilig sind und im Vorbild an Demut völlig gefolgt sind, bei seinem Anblick außer sich vor Freude ausrufen können: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Und sie werden verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Nämlich jener Posaune, die die schlafenden Heiligen wecken und aus ihren staubigen Betten rufen wird, bekleidet mit herrlicher Unsterblichkeit. Und sie rufen: Sieg, Sieg über Tod und Grab. The Lord is coming. Are you ready?